Ja, ich habe es gerade schon gesagt, dass ich mich gefreut habe über die Anfrage, also hier ja, tatkräftig mitzumachen, und habe dann bei der Vorbereitung aber auch gleichzeitig ge gemerkt, dass dieses Thema ja tatsächlich so ein dickes Brett ist, mit dem wir uns ja gemeinsam beschäftigen. Und heute Vormittag beim Zuhören habe ich auch ja, so innerlich meinen Vortrag jetzt auch noch mal ein paar Mal umgeworfen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil ich ständig noch mal neue, andere Inspirationen bekam oder merkte, Mensch, da hast du noch was vergessen. Aber sei es drum, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen durch das, was ich mir dachte, als Input mitzubringen für die Diskussion jetzt gleich im Anschluss, die unvermeidlichen Zahlen. Also um einfach noch mal die Relevanz des Themas zu belegen. Wir haben das heute Vormittag alles schon mal gehört. Kurze Wiederholung. Sie sehen hier unten, also diese Jahr für Jahr, auch vom Jahrbuch Sucht, immer wieder publizierte Anzahl der Schätzung so der Medikamentenabhängigen in Deutschland, die bis zu 1,9 Millionen so Menschen ausmache. Davon ist der Großteil von Benzodiazepinen abhängig. Und einfach mal so gegenübergestellt bei der Alkoholabhängigkeit. Da haben wir so 3 Millionen erwachsene Deutsche, die eine schwere Störung haben, also einen Missbrauch oder eben auch eine Abhängigkeit. Da differieren die Zahlen immer so ein bisschen zwischen 1,6 und 1,77 Millionen Deutschen, die vom Alkoholmanifest abhängig sind. Ja, also das war ja vorhin nochmal so beeindruckend, ne, dass also die Medikamente nach dem Tabak eigentlich so die Stoffklasse Nummer 2 in Deutschland sind, eigentlich noch vor dem Alkohol, was immer wieder verwundert. Und wir werden nochmal gleich sehen, dass aber eben tatsächlich diese Erreichungsrate sehr viel schlechter ist als beispielsweise beim Alkohol. Hier einfach nochmal so diese Zuspitzung auf die Benzodiazepine aus dem Suchtsurvey. Das hat der Herr Solke aus München mal veröffentlicht, und die Zahlen, die lassen sich replizieren. Also es ist jetzt auch die aktuellen Schätzungen gehen in die Richtung, dass die bei den Benzodiazepinen das so die Zahl ist an Menschen, die, mit denen wir da rechnen müssen, die wir aber, wie gesagt, so schlecht erreichen. Wenn man sich jetzt mal die überhaupt anguckt, welche Substanzen werden denn in Deutschland eingenommen innerhalb eines Jahres, dann sind die Schmerzmittel, von denen wir heute auch eine ganze Menge schon gehört hatten, die Substanzklasse, die am meisten, sage ich mal, konsumiert wird, verordnet wird, je nachdem. Darunter sind dann eben sowohl die zentral wirksamen, also die Opioide, von denen wir heute schon mehrfach gehört haben, aber auch die peripher wirksamen. Also Opioide wäre jetzt zum Beispiel das Tilidin, was wir vorhin gehört haben, und bei den peripheren Ibuprofen. Und das Spannende bei den letzteren Medikamenten ist, also Ibuprofen, Paracetamol, Diclofenac, dass da die Folgen immer wieder unterschätzt werden. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Dialysen, also der Nierenfunktionsübernahme in Deutschland, wird hervorgerufen durch den unsachgemäßen Gebrauch von diesen Schmerzmitteln, die eben nierentoxisch sind. Und dazu ist die Kenntnis in Deutschland relativ, sagen wir mal, zurückhaltend gering ausgeprägt. Das werden wir uns hinsichtlich so der präventiven Maßnahmen nachher nochmal angucken, welches Chancenpotenzial da eigentlich auch drin liegt. Und dann vergleichsweise machen dann also Schlaf- und Beruhigungsmittel, wie wir sehen, einen geringeren Anteil aus. Aber auch die, wenn man das jetzt nochmal so vergleicht mit den anderen Substanzklassen, die eine Rolle spielen, sind schon relativ kräftig vertreten. Kurz Erwähnung, die Geschichte mit den Antidepressiva hier, das sollte man auch angucken. Sind ja jetzt keine Substanzen, die eine Abhängigkeit erzeugen. Was jetzt aber an der Verordnungshäufigkeit einen sehr nachdenklich stimmt, ist, dass das gar nicht immer fachärztliche Verordnungen sind. Also die Diagnose beispielsweise von Depressionen hat nicht so zugenommen, wie die Verordnungshäufigkeit von Antidepressiva zugenommen hat. Also da gibt es immer die große Frage, wer nimmt eigentlich alles in Deutschland Antidepressiva, der sie möglicherweise gar nicht braucht. Ich sage das hier nochmal, weil die Nebenwirkungen, die Antidepressiva haben können, die können also dann möglicherweise den Nutzen überwiegen, wenn die Verordnung nicht sachgemäß ist. Das ist auch ein Thema, was leider auch so ein Stück weit unterbelichtet ist. Soll jetzt aber keine generelle Kritik an der Verordnung von Antidepressiva sein. Ne? Und auch Sedativa haben in bestimmten Situationen in der Medizin
eine heilsbringende Funktion. Ja? Also es geht nicht generell darum, die Medikamente hier zu bashen, sondern immer danach zu fragen, stimmt die Indikationsstellung oder wird da was übersehen? Jetzt mal aus dem aktuellen Jahrbuch Sucht mal ganz frisch herausgescannt die Zahlen zu den verordneten, also meistverkauften Schlafmitteln, Beruhigungsmitteln in Deutschland aus dem Jahr 2019. Und immer dann, wenn Sie so ein 3+ sehen, dann heißt das, dass das eine Substanz ist, die also eine Abhängigkeit erzeugen kann, und zwar in sehr, sehr starken Ausmaße. Und die anderen Substanzen, wie eben dieses Hogadoxylamin mit so einem Sternchen, Sie sehen eher nicht. Ne? Aber wir sehen, dass diese Substanzen hier unter den Top 20 nicht sehr häufig vertreten sind, sondern die Z-Drugs, von denen heute Vormittag auch schon die Rede war, sind da sehr, sehr häufig vertreten. Die sogenannten Z-Drugs ist eine Stoffklasse, von der es vor etwa, das ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her, denke ich, dass die auf den Markt kamen. Das war eine Substanzklasse, von der versprochen wurde, dass sie eine ähnliche Wirkung haben wie Benzodiazepine, aber nicht keine Abhängigkeit erzeugen. Das hat sich als Trugschluss herausgestellt. Also von Substanzen wie Zolpidem, Zopiclon kann man in ähnlicher Art und Weise abhängig werden wie von den Benzodiazepinen. Also auch dort treten gefürchtete Entzugssymptome auf. Also die haben nicht das versprechen können, behalten können, was versprochen wurde. Und wir sehen, dass die eine große Bedeutung haben. Und wir reden von denen immer gar nicht. Also wir reden vorwiegend von den Benzodiazepinen, die hier bei den meistverkauften gar nicht so häufig, wie Sie sehen, vorkommen. Also hier das Prozalam, Zolam ist eins. Und Temazepam auf der 19 sehe ich jetzt, genau, und die anderen Substanzen, das sind alles eher dann die Z-Substanzen. Jetzt aber nochmal angeschaut, die Benzodiazepine, über die wir ja so viel reden, wie sieht es da eigentlich aus? Und da ist eine Substanz, über die heute auch schon, also immer mal, also mal kurz auftauchte zumindest, das Lorazepam, Tavor, das ist so das meistverkaufte Benzodiazepin in Deutschland. Ist eine Substanz, die in der Medizin schon geschätzt wird, weil sie eine gute Steuerbarkeit hat. Das heißt, wenn ich das einnehme, dann klingt also die Wirkung relativ rasch wieder ab. Es hat so eine Halbwertszeit von so rund 4 bis 6 Stunden. Ist also relativ schnell wieder ausgeschieden. Und wenn das verstoffwechselt wird im Körper, bilden sich auch keine Abbauprodukte, die selber nochmal wirksam sind. Das ist hier beim Diazepam ganz anders. Das hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Stunden, also so lange dauert es, bis die Hälfte abgebaut ist. Und es werden auch nochmal aktive Stoffwechselfolgeprodukte beim Abbau sozusagen produziert. Und auch die sind dann noch wirksam. Ne? Also Menschen, die man dann auch überprüft, ob sie noch Diazepam im Körper haben, mittels Kontrollen, Urinkontrollen. Ja, da braucht es teilweise sehr lange, weil also Langzeitgebrauch, etliche Wochen, bis der Urin mitunter dann frei ist von der Substanz, also der Körper auch frei davon ist. Und ich sage das hier auch nochmal, weil das Tavor ist in der Notfallmedizin, also wenn es um akute Psychosen geht, akute Erregungszustände, auch wenn unklarer Zustand nach einem Anfall, Krampfanfall, also epileptischer Anfall besteht, kann man da also gute erste Hilfe leisten. Also es sind essentielle Notfallmedikamente. Und gleichzeitig haben sie eben das hohe Abhängigkeitspotenzial und bergen auch erhebliche Risiken in sich. Und das ist jetzt so die erste sozusagen nochmal Verdeutlichung der schlechten Nachricht, dass wir so eine wirklich ja, unterirdische Erreichbarkeit haben der Menschen mit einer Medikamentenabhängigkeit. Das ist von der DAV-Bund ganz frische Zahlen aus diesem Jahr. Wie viele Rehabilitationen bei Abhängigkeitserkrankungen von der Deutschen Rentenversicherung bewilligt worden sind. Das waren, Sie sehen es bei den Alkoholabhängigkeiten, das sind häufig auch Mischkonsumenten darunter, das muss man auch nochmal klar sagen. Es ist nicht immer die reine Alkoholabhängigkeit, die sehen wir ja immer seltener in Deutschland. Das sind knapp 10.000 Fälle. Bei der, sage ich mal, vorwiegenden Drogenabhängigkeit darunter sind auch Mischkonsumenten, die auch Alkohol, aber eben auch noch andere Substanzen, auch Medikamente, also auch bei den Alkoholabhängigen beobachten wir Leute, die Passage, also beide Konsum mit Medikamenten haben, oft Benzodiazepine,
Aber es geht jetzt ja hier erstmal um die Frage, wie viele erreichen wir denn eigentlich, die nur ausschließlich wegen einer Medikamentenabhängigkeit eine Reha beantragen? Und das ist schon eine also verblüffende Zahl, ne? Wenn man sich das anschaut, 214, und Sie sehen hier so den Verlauf der letzten Jahre, das ist also auf einem stabilen, niedrigen Niveau und die Tendenz ist sogar so ein bisschen nach unten, wobei die Zahl so gering ist, dass man da nicht so eine wirkliche Aussage draus machen kann. Ne? Aber Sie sehen das Verhältnis und vorhin haben Sie ja gesehen, wir reden so von 1,9 Millionen Menschen, bei denen wir davon ausgehen, dass ein abhängiger Konsum besteht. Und davon kommen so wenige in eine, sage ich mal, Langzeittherapie. Die Barrieren, die es eben gibt hinsichtlich der Annahme von Hilfen, die liegt auch sicherlich darin begründet, dass Abhängigkeitserkrankungen in unserer Gesellschaft nach wie vor leider einer starken Stigmatisierung unterliegen. Und die Arbeit hier von Schomerus aus 2006, die ist mehrfach repliziert worden. Das heißt also, diese Zahlen, die sind stabil. Das sehen Sie jetzt bei der Frage, wie stark hängt es von einem selbst ab, ob man an dieser Krankheit erkrankt oder nicht. Da war die also Einschätzung, dass das beim Alkoholismus also besonders stark anzunehmen ist. Über 80% einer repräsentativen Stichprobe urteilten so. Und wir haben an der Stelle, ja, damit erstmal aufzuräumen. Das ist aber ein sehr dickes Brett. Wir haben in Deutschland eigentlich seit 1968 eine klare Vorgabe, dass eine Alkoholabhängigkeit eine psychische Erkrankung ist. Ist so auch gelistet sozusagen im ICD-10, in dem internationalen Katalog der Diagnosen. Und dennoch hält sich dieses starke Vorurteil. Wir haben in Deutschland auch sehr lange gebraucht, um das von der WHO 1952 verabschiedete Diktum umzusetzen und kranken da offenbar noch an unserer eigenen Historie. Ja, welche Überlegungen können wir uns an der Stelle erstmal machen? Also die Angebote der klassischen Suchtkrankenhilfe. Das Wort Sucht ist auch etwas, wo ich mich jetzt eigentlich immer bemühe, das mehr und mehr zu vermeiden. Ich spreche dann auch mehr von der Konsumstörung, eben weil der Begriff so belastet ist. Aber diese Angebote, die wir da sehr gut übrigens in Deutschland aufgestellt machen, sind offenbar für Medikamentenabhängige erstmal nicht so die richtigen. Ja, also wir haben da, was Aufklärung und Zugang anbelangt, eine Erschwernis und können da vielleicht von so einer verlorenen Generation leider sogar sprechen, ja, weil wir es einfach partout nicht schaffen, die mit diesem Gesundheitsrisiko besser in gesundheitliche Aufklärung zu locken, sage ich mal. Aber wir sollten jetzt sicherlich diesen Zeitpunkt und die Erkenntnisse, die wir da haben, nutzen, zu überlegen, wie man Prävention jetzt stärken kann, damit die jüngeren Generationen eine Chance haben auf Verbesserung. Da haben wir uns ja teilweise auch in den Workshops jetzt schon Gedanken dazu gemacht. Ne? Das war auch inspirierend, dass ich jetzt hätte nochmal gerne alles umgeschrieben oder nochmal ergänzt hätte. Ja. Und da können wir jetzt aber nochmal auch hinschauen. Ne? Also welche Aufgaben, auch welche volkswirtschaftlichen, welche gesellschaftlichen Realitäten als zusätzliche Erschwernis liegen da vor uns. Und da habe ich gleich mal die erste wieder schlechte Nachricht. Ne? Also das ist ein unbeliebtes Thema. In der Politik wurde das sehr lange gemieden. In Teilen wird es jetzt auch immer noch gemieden, weil da unbequeme Fragen hinterlauern. Ja? Die demografische Entwicklung. Ne? Sie sehen das jetzt mal hier, das Berliner Beispiel habe ich jetzt mal mitgebracht. Es gilt aber letztendlich in Abstufung für den gesamten deutschen Raum, dass wir da eine riesige Veränderung haben, dass wir eine Zunahme sozusagen haben bei den Menschen, die älter werden. Also wir haben da diese Frage nach Pflege, ja, haben aber auch hier dann die Spezialfrage, wie ist denn das mit den Konsumstörungen, gerade Medikamentenabhängigkeit im Alter? Also wenn das möglicherweise immer mehr werden, welche pflegerischen, medizinischen, therapeutischen Herausforderungen liegen darin? Was bedeutet das, dass hier in dem Bereich, wo die Arbeits- und die Erwerbsfähigkeit der Menschen besonders auf einem hohen Level sich bewegt. Ja? Das sind die Leute, die hier pflegen können und hier ausbilden können. Ja? Die werden weniger. Also das ist die große demografische Herausforderung, vor der wir stehen und die jetzt im Zusammenhang mit dem Phänomen, dass eine Medikamentenabhängigkeit
gehäuft eben bei Älteren auftaucht, gehäuft aber auch in einer Phase der Ausbildung. Ja, also das muss man erst mal sagen, das verschärft sich möglicherweise, ohne dass wir bisher irgendwo ein Mittel in der Hand haben, da energisch gegen vorgehen zu können. Oder das klingt so ein bisschen moralisch, da gehe ich nochmal drauf ein, wie man beim Zugang auch darauf achten kann, wie man überhaupt spricht. Ne? Also Fragen, wie arbeiten wir mit den jungen Menschen, wie gehen wir auf die zu, wie mit den Arbeitenden, wie mit den höheren Altersstufen. Und hier gibt es so, ich habe das jetzt mal von einer Senatsseite aus mal rauskopiert, weil das Grundverständnis dafür ist ja da. Also die Kinder brauchen einen sicheren Ort, sie brauchen Lebensbedingungen mit einer guten Ernährung, viel Bewegung und Gesundheitsbewusstsein, wo Eltern und Schule in der Vorbildfunktion sind. Und ich habe das also um diese Lebensräume hier nochmal so andeutungsweise ergänzt, weil wir natürlich wissen, dass im Rahmen von Sport, den kulturellen Dingen, die Kinder eben so machen, musikalische Früherziehung und etc., man kann es erweitern um alles, was Kinder so machen, das sind ganz wichtige Lebensräume, in denen Dinge stattfinden. Also ich habe das ja noch bei der Pressemitteilung nochmal gesehen von der Fachstelle, dass eben beim Sport, also durch diese auch da auch zunehmende Leistungsorientierung, also Kinder, Jugendliche da relativ selbstverständlich zu Schmerzmitteln greifen, um fit zu bleiben, aber dem Körper dabei Schaden zufügen, weil sie ganz wichtige Signale überfahren. Das sind die sozialen Räume, in denen wir eigentlich gute Chancen hätten, die Kids da und die Jugendlichen anzusprechen. Und gleichzeitig haben wir auch dort ein riesen Ressourcenproblem, ein Verteilungsproblem. Heute früh habe ich noch ein Interview gelesen mit einem, also sagen wir eher breitensportorientierten Sportvorstand hier aus dem Berliner Verein, der den Deutschen Fußballbund da sehr kritisiert hat für die Umverteilung von Geldern in Richtung dem professionellen Sport. Und dass die eigentliche Basis wichtige Arbeit eigentlich in den kleinen Vereinen geleistet wird, bei denen nicht genug Geld ankommt in dieser Geldmaschine, die da entstanden ist. Ja. Also so ein typisches Beispiel dafür, wie manchmal die Schere bei uns in der Gesellschaft auseinandergeht und wir aber ganz wichtige Chancen an der Stelle liegen lassen. Ne? Weil auch Sportvereine, Kulturvereine sind Orte, die mit ein bisschen Unterstützung da ganz wertvolle Präventionsarbeit leisten können. Ja, dann das nächste Präventionsfeld, die Arbeitsplätze. Betriebe, Firmen, ja, die Arbeitsplätze, an denen natürlich sich eine ganze Menge abspielt, also auch gerade beim Bereich der schlecht sichtbaren Medikamentenabhängigkeit. Hier haben wir auch eigentlich schon immer Ansätze durch die betriebliche Suchtprävention. Viele Betriebe haben das bereits und machen das auch recht vital. Aber es gibt auch betriebliche Bereiche, in denen das irgendwie nicht funktioniert. Da kann ich zum Beispiel den eigenen Gesundheitsbetrieb, in dem ich arbeite, wir wollen das gar nicht ausnehmen. Ich habe hier in meinem Kollegium einen betrieblichen Suchthelfer, der, wenn ich ihn immer frage, wie oft er in Anspruch genommen wird, also das geht gegen null. Ja, also innerhalb eines Gesundheitssystems sich zu zeigen mit einer Konsumproblematik, also es betrifft jetzt nicht nur die Medikamentenabhängigkeit, so generell geht es da gegen null. Das ist sehr, sehr schambehaftet und also auch da haben wir noch eine Menge zu tun. Und da überlegen wir hier zum Beispiel auch gerade, ob eben das dann eher eine Möglichkeit ist, über die Beratungsstellen, also nicht im eigenen Betrieb sich da beraten zu lassen, haben wir auch Kontakte hergestellt, aber das können wir noch gar nicht so richtig beurteilen, ob das besser läuft, ja, also da ist noch eine Menge Luft nach oben, aber wir wissen, wir haben da schon also einige Strukturen, in denen man loslegen kann. Ja, hier einfach nochmal von der Fachstelle hier, der Auftritt, wo eben auch nochmal deutlich gemacht wird, wie relevant das Problem ist. Und die DHS kennzeichnet das ja auch in ihrem eigenen Zugang, wie wichtig die Auseinandersetzung mit dem Thema Sucht im Alter ist. Sie hatten es jetzt gerade nochmal gesehen anhand der Demografie, dass wir bei dem Thema eine richtige Herausforderung vor uns haben. Weil das mit den vielen Medikamenten ist ja sozusagen immer mit eingebaut, mit zunehmender Erkrankungshäufigkeit im Alter werden ja viele Medikamente eingenommen, die keine Abhängigkeit erzeugen, aber unheimlich viel Nebenwechselwirkungen im Körper erzeugen. Und wenn dann noch eben eine abhängigkeitserzeugende Substanz, wie Benzodiazepin dazukommt, entsteht so ein typischer Polypharmaziefall, also eine ganz unübersichtliche Pharmakologie,
die häufig die Niere zur Folge hat. Also das sind so schwere Verwirrtheitszustände mit aber auch schweren Herz-Kreislauf-Entgleisungen, also die häufig tödlich sein können. Es ist eine Situation, bei der im Krankenhaus dann erstmals deutlich wird, dass da jemand seit Jahren oder sogar Jahrzehnten ein Benzodiazepin eingenommen hat. Und erst durch eine andere Aktualisierung einer Erkrankung ist das dann zutage getreten. Und leider hat das dann manchmal sogar gleich eine tödliche Wirkung in Kombination mit den anderen körperlichen Erkrankungen. Das Thema Migration als, sage ich mal, so Prädiktor, also dass das ein Risikofaktor ist für die Entwicklung von einer Konsumstörung und dann eben auch gerade Medikamente. Da habe ich jetzt als Beispiel einfach nochmal hier das Angebot des Notdienst für Suchtmittelgefährdete Guidance als Beispiel mal mitgebracht. Es gibt jetzt in der mittleren Zeit schon mehr Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund. Aber auch da können wir sicherlich noch mehr auflegen, noch besser werden. Das ist eine Frage, die natürlich sofort in Verbindung gerät mit unserer demografischen Problematik. Ja. Also hier jetzt gute Präventionsarbeit zu leisten auf den verschiedenen Stufen, die es gibt, ne, kann uns dabei helfen, diese ganz problematischen demografischen Lücken irgendwie zu lösen, ja, gemeinsam, eben dadurch, dass Menschen von anderswo hierher kommen und uns perspektivisch unterstützen. Das Bittere ist sicherlich nur, dass die in Teilen dann dort fehlen, wo sie herkommen. Ja, also da haben wir wahrscheinlich, also in Teilen, wenn man sich das mal unterschiedlich anguckt, auch eine globale Problematik, die jetzt, das sprengt jetzt den Rahmen, durch Klimawandel sicherlich nicht weniger wird. Ja, also Probleme über Probleme. Was ich jetzt nochmal für die Einleitung der Diskussionsrunde natürlich auch nochmal mitgebracht hatte, war der Forderungskatalog, dass man sich das einfach nochmal bewusst macht, was wir da in den letzten Jahren an Forderungen entwickelt haben, die so gesamtgesellschaftlich sind, diese Ingangsetzung, die Diskussion, Kampagnen, die man sieht, die Warnhinweise. Na, das ist jetzt schon, die Forderung gibt es jetzt schon sehr lange, es passiert nichts, das haben wir in anderen Bereichen auch, ne? Also auch die Alkoholindustrie wird nicht auf skandinavische Standards gepolt. Andererseits wissen wir beim Tabakkonsum, wie erfolgreich Prävention sein kann. Das ist doch Wahnsinn, dass bei den 12- bis 17-Jährigen vor 30 Jahren noch über 25% rauchten, also Raucherfahrung hatten. Und heute sind es nur noch rund 7%. Also wir wissen verdammt nochmal, dass Prävention richtig gut wirken kann, wenn man diese auf verschiedenen Ebenen zusammenschraubt. Und schaffen es einfach nicht, das auf die anderen Bereiche anzuwenden, aber es geht. Ja, ja, Krankenkassen mit reinzunehmen ins Boot, also das Bewusstsein sowohl bei den Verordnern als auch bei denen, die sich die Verordnung abholen, mehr Bewusstsein für die Probleme, diese Folgeparallelverordnung nur mal als Beispiel benannt, da also die mit in die Verantwortung, in die Leistung mit reinzunehmen. Ja, finanzielle Ressourcen, das zu fordern, ist natürlich so ein Running Gag, sage ich mal, aber natürlich gehört es dazu. Ne? Aber jetzt, also auch pandemiebedingt, der Rotstift, gerade in Berlin hier, wird er ja schon wieder angesetzt, ist Wahlkampfthema Schuldenbremse halten oder Schuldenbremse lösen. Darum wird es gehen. Ja? Und wahrscheinlich ist ein bisschen gezielte Verschuldung perspektivisch gut angelegtes Geld, wenn man das später als Rendite wieder rausbekommt. Ne? Also das ist gerade bei unserem Thema also evident, dass die Folgen durch Konsumstörungen in Milliarden Euro viel höher sind als das, was man investiert. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller mit dem Blick auf die Uhr. Die Schlüsselpersonen sollen gut mit eingebunden werden. Eine Verzahnung internistischer und psychiatrischer Abteilungen für einen qualifizierten Entzug bei der Medikamentenabhängigkeit wird gefordert, weil, wie benannt, die Schwelle von einer Medikamentenabhängigkeit betroffenen Menschen in eine psychiatrische Abteilung ist offenbar sehr groß. Also es ist so ein Fremdheitsgefühl. Also ich, der wurde ja von einem Weißkittel auch angefixt, in Anführungszeichen. Ja, was habe ich denn zu tun mit jemandem, der Heroin sich setzt? Ja, oder. Ja, ich finde das immer aus der Perspektive der von den anderen Konsumstörungen Betroffenen irgendwie wieder stigmatisierend. Aber wenn ich mich andererseits in Medikamentenabhängigen hineinversetze, kann ich es auch wieder verstehen, dass es da so ein Fremdheitsgefühl gibt. Also da haben wir was zu lösen. Ja.
Und eine Verbesserung kann es sicherlich geben im Bereich der Ausbildungen. Also ich mag gar nicht an mein eigenes Medizinstudium denken, wie viel Raum da irgendwie Konsumstörungen hatten, so gut wie gar nicht. Und auch in der Schule hat sich schon vieles, glaube ich, wirklich punktuell gerade gebessert. Ja, aber dass man wirklich über so Gesundheitsedukation in Sachen verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten, dass das jetzt irgendwie so eine Systematik bereits hat, davon kann man sicherlich noch nicht sprechen. Das wäre eine Riesenchance. Aber Schule sagt auch immer, Mann, wir sind so voll mit den Anforderungen, was wir alles machen sollen. Das ist immer auch schwierig, da so in Rahmenlehrpläne beispielsweise reinzukommen. Ja, die Beratungsstellen sollen sich halt auch nochmal immer wieder überprüfen, ob sie passgenaue Hilfen haben. Ja, also das ist dann, man hat ja zum Beispiel hier aus dem Bezirk Berlin-Tempelhof-Schöneberg, dass man zum Beispiel da die klassische Trennung hat am Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle, die illegalen Drogen an einem anderen Ort. Ja, wie da die Zukunft sein wird, ja, ob das integrierte, das gibt integrierte Beratungsstellen, beides kann gut laufen, ja, also wie die passgenauen Hilfen auf der Ebene der Beratung aussehen, da muss man jetzt genau hinhören, welche Erfahrungen da bestehen. Da gibt es sicherlich kein Patentrezept. Ja, und Vernetzung, Kooperation, darauf werde ich jetzt nochmal ein bisschen gezielter gleich eingehen. Vorher noch ein bisschen was, sage ich mal, ja, mit dem Augenzwinkern, diese nicht nur, also Frage, incentivieren wir, also geben wir Anreize oder gehen wir mit Konsequenzen rein? Da betrachte ich jetzt nochmal so die Situation, dass es doch schon eine ganze Menge Ärztinnen und Ärzte gibt, die nicht ordnungsgemäß verordnen. Und hier hat Herr Gleske im aktuellen Jahrbuch Sucht mal so ein Urteil veröffentlicht. Da ist also ein Arzt, dem ist die Approbation entzogen worden, weil er eben nicht ordnungsgemäß, also wiederholt billigend in Kauf genommen hatte, dass eine Abhängigkeit entstanden ist. Oder die Tabletten unkontrolliert an Dritte weitergegeben wurden. Abschreckung, wissen wir so, insgesamt ist so auf Dauer nicht hilfreich. Ich denke, bei so Missständen dann auch konsequent zu reagieren, das ist ja ganz wichtig, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Und gleichzeitig müssen wir gucken, wie man eben Anreize setzen kann für einen ja, guten Umgang mit Medikamenten. Also Siegel sind ja sehr begehrt in unserer medizinischen Gesellschaft, sage ich mal. Aber die haben auch einen zweifelhaften Ruf. Also das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint damit. Aber wir müssen uns was überlegen im Gesundheitssystem, wie wir Anreize setzen, dass da qualitativ besser gearbeitet wird. Und es gibt bereits ältere Beispiele sogar. Also im Zusammenhang mit Polypharmazie hatte ich mich mal mit dieser kleinen Studie hier, oder gar nicht so kleinen Studie aus Dänemark beschäftigt, wo man also gesehen hatte, dass so Fallkonferenzen, die patientenbezogen ablaufen, dass man da also unheimliche Qualitätsverbesserung hinsichtlich des Verordnungsverhaltens bei Ärztinnen und Ärzten erzielen kann. Also da gibt es Beispiele und an denen müssen wir uns dann einfach mal orientieren. Und den Begriff Harm Reduction habe ich jetzt nochmal schnell mit eingebaut, weil das ist so das Standardthema, dass wir aufpassen müssen, dass wir bei den Konsumstörungen die Messlatte nicht so hoch setzen und zum Beispiel immer von der Abstinenzorientierung reden. Ja, also für viele Menschen geht es eher darum, also die Schäden ein Stück weit zu minimieren. Das sind ja auch nicht alle, die Medikamente einnehmen, gleich abhängig davon, gehen aber Risiken ein. Also es wird ganz viel um gesundheitliche Aufklärung, um Risikobewusstsein gehen und dass wir als Fachleute da eben halt als Beraterinnen, Berater zur Seite stehen und die Menschen darin motivieren, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, ja, sich zu fragen, welche gesundheitlichen Risiken will ich eigentlich eingehen, ja, und wie nehme ich das wahr, wenn mir jemand mitteilt, das ist auf Dauer verdammt gefährlich, vielleicht solltest du was daran ändern. Ein Mutmacher in unserer Sache ist ja sicherlich, dass letztes Jahr endlich die erste Leitlinie zur Behandlung, also SS3-Leitlinie, also sehr sorgfältig durchgearbeitete Leitlinie zur Behandlung der medikamentenbezogenen Störungen vorliegt, also das zwischendurch einfach auch mal so als, ja, zur guten Laune. Und wenn man jetzt mal in die Visionen geht, dann muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, noch 2 Minuten, glaube ich. Dann greife ich mal diesen Punkt 10 auf des Forderungskataloges, Netzwerken. Und die Problematik, die wir auf der Ebene zunehmender Fachkräftemangel haben, also diese demografische Problematik, die wird uns, meine ich, vor die Herausforderung stellen, nicht mehr so Sektoren abgegrenzt zu denken. Ja? Also Arbeitswelt muss man künftig wahrscheinlich anders denken, dass wir bereit sind, an verschiedenen Orten zu arbeiten.
dass wir also Ressourcen, die wir haben, nochmal ein Stück weit neu sortieren. Das läuft im Grunde schon, ja. Also wenn ich mir jetzt nur angucke, wie es in einer Klinik läuft, dass wir öfter mal entweder Veranstaltungen hier machen für Schulen, beispielsweise jetzt in der Pandemie natürlich nicht so, aber auch Mitarbeiter freistellen für Präventionsmaßnahmen. Das könnte man zum Beispiel über regionale Strukturen, wie in so einem Bezirksamt, aber das ist jetzt so eine Berliner Geschichte, ne? Das heißt ja immer dann irgendwie ein bisschen anders, aber dass man die Gemeindestrukturen dafür nutzen kann, eine Dachstruktur für Präventionsarbeit zu nutzen, wo man eben systematisch schaut, was haben wir an Ressourcen in den Krankenhäusern, in Kliniken, in Beratungsstellen und wie können wir die stundenweise an anderen Stellen auch nochmal einsetzen. Also speziell Pflegeheime werden eine große Herausforderung sein. Da werden viele sein mit Polypharmazie, also Problematik mit abhängigkeitserzeugenden Substanzen, wo es eine Menge an Folgen dann auch gibt, wo wir uns jetzt darauf einstellen können, die kommen auf uns zu und wir können was machen. Ja? Also die verschiedenen Mittel, die wir haben, zu bündeln. Das klingt jetzt sehr leicht gesagt, weil da, wo wir dann fest arbeiten, werden wir eigentlich voll und ganz gebraucht, weil wir da auch immer weniger werden. Ja? Also selbst also jetzt in Kliniken gibt es ja einen Fachkräftemangel, wir haben gerade die Streiksituation und. Ja, also das ist eine große Problematik, die auf uns zukommt. Aber es gibt gute Erfahrungen damit, dass man trotz enger Ressourcen in Netzwerken eine Menge erreichen kann. Und das wollte ich sozusagen jetzt so als Mutmacher mit in die Diskussion geben. Jo, ich glaube, Punktlandung. Danke.